So, das Angeln ist für heute beendet. Ich packe zusammen. Das ganze Zeug ist schon im Kofferraum. Aber was mache ich mit hier so einer einteiligen Rute, wie ich sie jetzt in der Hand habe? Ich habe hier ein Problem. In den Kofferraum passt sie nicht. Meine Rückbank lässt sich nur komplett umklappen. Und selbst wenn ich sie umklappe und die Rute da reinlege, schaut mal kurz hin. Wenn ich die Rute komplett hinten anlege, die Rutenspitze reicht bis in den Fahrerraum rein. Das behindert mich die ganze Zeit beim Schalten. Das ist natürlich Mist. Aber ich habe einen Weg gefunden, so einteilige Routen ganz easy zu transportieren. Und zwar nehmt ihr mal auf meinen Beifahrersitzplatz. Spitze zuerst ins Auto rein. Dann lege ich die einfach hier auf die Rückenlehne. Und ganz wichtig ist immer anschnallen. Ich nehme also meinen Anschnallgurt, decke den ganz normal ein und ziehe ihn jetzt leicht fest. Nur leicht, wir wollen die Route nicht kaputt machen. Und die Route wackelt hier nicht mehr hin und her. Wir sind also perfekt gerüstet. Unsere Route kann ganz sicher mitfahren. Haben wir jetzt längere Routen, also Routen, die zum Beispiel 2,40 Meter oder 2,50 Meter sind, machen wir Folgendes, genau das gleiche Prinzip. Ich zeige es mir mal von vorne. Zunächst müssen wir aber aufpassen, wir müssen den Sitz erstmal ganz nach hinten fahren, das ist ganz wichtig. Und jetzt klappen wir die Rückenlehne noch ein bisschen weiter nach unten. Dadurch erhöhen wir verniedrigen wir den Winkel und können damit eine längere Route diagonal im Auto wieder parken. Wieder Routenspitze zuerst rein, auf die Rückenlehne legen, die Route so weit wie möglich in den Fußraum stellen, anschnallen, leicht festziehen und das war's. So einfach funktioniert es. Das war mein Tipps und Tricks Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Falls ja, Daumen nach oben und Kommentare würde mich auch freuen. Also macht's gut, euer Chris. Ciao. Ja, was ich noch vergessen habe, abonnieren bitte nicht vergessen. Ciao.